Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, mein Name steht ja dran, den brauche ich da nicht nochmal sagen. Außerdem könnt ihr ja meinen Lebenslauf auch in dem Heft nachlesen, beziehungsweise auf meiner Internetseite, wo man ja auch nachlesen konnte, wie mein Leben verlaufen ist. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder und bin seit 5 Jahren ja als hauptamtliche Bürgermeisterin tätig in der Gemeinde Nutetal, die ja vor den Poren von Potsdam, denke ich mal, eine wunderbare, schöne Gemeinde ist. Vor 2 Jahren habt ihr mich zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt und ich stelle mich heute zur Wiederwahl. In diesen 2 Jahren habe ich nicht wenige von euch, liebe Genossinnen und Genossen, auf den verschiedensten Veranstaltungen kennengelernt. Ich habe viele neue Erfahrungen gemacht, schöne Erlebnisse gehabt, wie zum Beispiel den Besuch zum 1. Mai bei den tschechischen Genossen im letzten Jahr, wo ich die Grußworte unseres Landesverbandes überbrachte, aber auch einige ernüchternde Erlebnisse, wie eben das Wahlergebnis bei der letzten Landtagswahl. Leider erkrankte auch unsere Gerlinde in der Halbzeit, sodass ich über ein Jahr lang alleiniger weiblicher Stellvertreter war. Liebe Gerlinde, viele Grüße von hier aus, auch von mir. Und ich kann dir sagen, ich habe in dem ersten Jahr sehr viele Erfahrungen von dir und sehr viel gelernt. Liebe Genossinnen und Genossen, es war manchmal, das gebe ich ehrlich zu, auch zeitlich nicht so einfach, neben dem hauptamtlichen Bürgermeisteramt diese zusätzliche ehrenamtliche Arbeit zu leisten. Aber ich denke mal, das ging den Männern auch nicht anders. Manchmal war es schon ganz schön anstrengend. Liebe Genossen, liebe Genossin, ich möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen oder möchte die Gelegenheit heute nutzen, um einmal Danke zu sagen. Danke für eure Arbeit. Für eure Arbeit in der Partei, in den vielen Bereichen, wo ihr sonst noch tätig seid, in den Kreistagen, in den Stadt- und Gemeindevertretungen, bei der Flüchtlingshilfe oder welchen Initiativen auch immer. Und ich möchte all denen recht herzlich danken, die mir persönlich mit ihren Ideen und Vorschlägen Impulse gegeben haben oder mit ihrer kritischen Begleitung mich immer mal auch wieder geerdet haben. Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen, denn Zukunft kann man bauen. Dieses Zitat spricht mir aus dem Herzen, denn es besagt, dass auch wir verantwortlich sind. Unser Handeln heute entscheidet maßgeblich über die Zukunft. Und liebe Genossen und Genossen, die Zukunft zu gestalten, da gehört für mich dazu, den Menschen, die aus den verschiedensten Gründen ihr Land verlassen müssen, ein neues Zuhause zu geben. Unsere Partei ist für die Menschen, und da gerade ist eben unsere Partei vorbildhaft, sie muss eine Stimme den Menschen geben, die nicht so eine große Lobby haben in dieser Gesellschaft. Warum kandidiere ich nun wieder als stellvertretende Vorsitzende? Es ist mir wichtig, dass in der Parteispitze des Landes auch eine Stimme aus der kommunalen Ebene vertreten ist. Gerade hier auf kommunaler Ebene müssen die Herausforderungen in den nächsten Jahren bewältigt werden. Dazu zähle ich die vielen Themen, die heute auch schon angesprochen wurden. Die Integration von Flüchtlingen, den sozialen Wohnungsbau, den öffentlichen Personennahverkehr, Kitas und Schulen. Und wie ihr alle wisst, gilt es auch, die Verwaltungsstrukturreform weiter zu untersetzen. Um die Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden zu halten bzw. weiterzuentwickeln, ist auch Mut, sich Neuen zu stellen, notwendig. Ich möchte an diesen Themen gerne weiter auf Landesebene mitarbeiten und bitte daher um euer Vertrauen. Und lasst mich noch eine kleine Werbung machen, denn wir arbeiten ja auch eng mit dem Kommunalpolitischen Forum zusammen und es ist vorhin gefragt worden, was kann denn getan werden, auch auf die kommunale Ebene zu stärken. Das Kommunalpolitische Forum bietet wunderbare Veranstaltungen an. Ich denke manchmal, das könnte eigentlich noch besser besucht sein. Liebe Kommunalpolitiker unter euch, nehmt es einfach wahr. Es sind wirklich die Sachthemen, die auf der kommunalen Ebene eine wichtige Bedeutung spielen. Liebe Genossen, Genossen, ich gebe euch heute 2 Versprechen. Erstens, ich gebe weiterhin mein Bestes. Und zweitens, ich werde so agieren, dass ich unserem Kurs treu bleibe. Ich bitte um euer Vertrauen. Applaus